Schulleiter Christian Schwarz am ersten Schultag. Er begrüßt neue Schülerinnen und Schüler. Und schon sind wir mitten im Thema. Bis Juli war die St. Ursula Realschule in Augsburg eine reine Mädchenschule. Jetzt dürfen auch Jungs kommen. Das war ein Prozess über viele, viele Jahre. Die Schwestern von St. Ursula, die Dominikanerinnen hier, die haben sich ja über viele, viele Jahre, ja fast Jahrhunderte, der Mädchenförderung angenommen. Und das war auch gut so, das war notwendig. Mädchen haben sonst oft keine gute Bildung bekommen. Aber die Zeiten haben sich gewandelt. Und wenn Sie die Zahlen anschauen, die Absolventen an verschiedenen Schularten, die Aufnahmen an der Universität, dann sehen Sie, dass die Mädchen oft ganz weit vorne dran sind und die Jungs überholt haben. Und wir denken, wir waren einfach der Meinung, jetzt muss man auch für die Jungs etwas tun. Es ist die Zeit, sich zu öffnen und ein breiteres Angebot zu machen. In der kleinen Aula sind nur noch die Neuen mit ihren Eltern. Sie werden von hier in die Klassen 5a, b und c geleitet. Klassenleiterin Bernadette Pfanner versammelt ihre Klasse um sich. Auch hier sind es noch mehr Mädchen als Jungs. Wenn man sieht, wo wir hergekommen sind, wir hatten also dreimal so viele Anmeldungen wie im Jahr zuvor. Und es waren knapp 300 Anmeldungen und es ist überragend angenommen worden. Und da sich auch die Anzahl der Mädchen verdreifacht hat, die Anmeldezahl, sieht man, dass wohl auch bei den Mädchen bei diesem Geschlecht der Wunsch nach einer koedukativen Schule sehr groß war. Das Klassenzimmer ist ganz neu. So neu wie das gemeinsame Unterrichten von Mädchen und Jungs in der St. Ursula Realschule. Den Auftakt in das neue Leben als Realschüler erleichtert ein Mitmachspielchen. Es erleichtert sicher auch das gegenseitige Kennenlernen, wobei sich viele der Kinder schon beim Willkommensfest im Juli getroffen haben. Also ich habe mich gefreut, neue Mädchen kennenzulernen und neue Freunde. Ich habe mich auf eine neue Lehrerin, eine neue Schule und eine neue Gemeinschaft gefreut und ja. Also ich freue mich am meisten auf Englisch, weil es da ja jetzt die Noten gibt. Und ich Englisch einfach gerne mag, aber auch auf Geografie. Also ich freue mich am meisten auf Biologie, weil ich das noch nie hatte, und auf neue Freunde. Also ich habe mich einfach insgesamt auf die Schule gefreut und auch, dass ich einfach neue nette Leute kennenlerne. Der erste Schultag ist ausgefüllt mit organisatorischen Fragen. Es geht um Stundenplan, die verschiedenen Fächer und natürlich geht es um die Pausen. Alles an diesem Tag ist neu und die Schule ist für das neue Schuljahr gut aufgestellt. Wir haben genug Lehrkräfte, wir sind hier in einer glücklichen Situation. Augsburg ist ein Ballungsraum und da gibt es genug Lehrkräfte, die hier auch unterrichten möchten. Und das ist auch dank der großen Anstrengungen des Schulwerks der Diözese Augsburg, die mit ihrem Lehrwerk, das sie aufgelegt haben und der großen Werbeaktion dafür sorgen, dass wir hier gut versorgt sind. Es ist im ländlichen Raum sicherlich schwieriger, aber hier mit Hilfe von Quereinsteigern, ohne die geht es bei uns auch nicht. Also es ist schon angespannt, das muss man sagen, aber wir haben alles abdecken können, wir haben gute Lehrkräfte gefunden. Nach dem Unterricht gehen alle gemeinsam in den Schulgottesdienst nach St. Moritz. Auch viele Eltern sind mit dabei. Das ist, nicht nur in katholischen Schulen, eine gute Tradition. Hier feiern alle zusammen den Beginn des neuen Schuljahres. Und die St. Ursula Realschule feiert außerdem den Beginn eines neuen, koedukativen Abschnitts der Schulgeschichte.